Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. In den vielen Jahren meiner kinderärztlichen Tätigkeit habe ich es häufiger mit der Balanitis, also der Vorhautentzündung, zu tun. Und die ist alles andere als banal. Das können Sie mir glauben. Ich meine, Eltern von kleinen Jungs sollten über sie Bescheid wissen. Und dann kann viel unnötiges Leid verhindert werden. Die Vorhautentzündung betrifft vor allem Kleinkinder zwischen dem 1. und 5. Lebensjahr. Sie kommt häufiger vor bei einer Phimose, also einer Verengung der Vorhaut, die zur Folge hat, dass keine Reinigung der Eichel möglich ist. Sie kann aber auch beim Lösen der Vorhautverklebungen, insbesondere beim Vorliegen von Smegma-Verhaltszysten, vorkommen. Über die Phimose, die Vorhautverklebung und die Smegma-Verhaltszyste finden Sie auch Videos mit interessanten Infos für Sie auf meinem Kanal. Außerdem können heftiges Reiben oder Ziehen oder Einklemmen ebenfalls eine Balanitis auslösen. Schlussendlich aber sind es Bakterien, die zu einer eitrigen Entzündung im Zwischenraum zwischen Vorhaut und Eichel führen. Und diese Entzündung breitet sich rasch, meist in wenigen Stunden aus, sodass man es deutlich sehen kann. Der Penis und die Vorhaut sind deutlich gerötet und geschwollen. Meist tritt aus der Vorhautöffnung gelblich-eitrige Flüssigkeit aus, auch erkennbar an entsprechenden gelblichen Flecken in der Windel oder im Unterhöschen. Und natürlich tut das alles auch ziemlich weh. Oft bemerken die Eltern als erstes Symptom der Balanitis einen auffällig langsamen und breitbeinigen, vorsichtigen Gang des Jungen. Das Berühren des entzündeten Penis ist schmerzhaft und deshalb sollte diese Entzündung rasch behandelt werden. Dazu müssen Sie schnellstmöglich in die Sprechstunde gehen oder außerhalb der Sprechzeit mit dem Notdienst Kontakt aufnehmen, aber besser nicht bis zum nächsten Tag damit warten. Am besten eignet sich für die Behandlung der Balanitis nämlich eine verschreibungspflichtige antibakterielle Augensalbe, die mit ihrer länglichen, schmalen Tubenöffnung zwischen Vorhaut und Eichel durch die Vorhautöffnung ringsum hineingedrückt wird, so wie Sie es hier skizziert sehen. Und das machen Sie zweimal am Tag, morgens und abends, bis die Entzündung verschwunden ist. Ich wende zu Beginn immer noch zusätzlich antientzündliche und kühlende Umschläge des Penis mit 0,1%iger Rivanol-Lösung, getränkten Kompressen, an. Mit dieser Behandlungsstrategie gehen die Balanitis-Symptome Schmerz, Rötung, Schwellung und eitrige Sekretion rasch und meist in wenigen Tagen zurück. Wird die Balanitis aber zu spät erkannt, kann auch mal eine Therapie in der Klinik nötig werden. Und deshalb meine dringende Empfehlung, bei Auffälligkeiten am Penis an eine Vorhautentzündung, an eine Balanitis denken, rasch ärztliche Hilfe suchen, möglichst noch am gleichen Tag und nicht auf den nächsten Tag warten.